Ja, hier haben wir Beispiel Nummer 2. Wie ihr seht, sieht dieser Hochsitz so ein kleines bisschen eingewachsen aus. Da ist so Grünzeug davor, da ist hier Grünzeug unten dran. Das sieht so ein bisschen eingewachsen aus. Der wird doch bestimmt nicht mehr genutzt. Die Annahme wäre natürlich grottenfalsch, weil natürlich ist das Deckung für den Schützen, der drauf hockt. Wenn der also noch ein bisschen Grünzeug vor seiner Position hat, dass er trotzdem noch ein bisschen durchgucken kann durch dieses Grünzeug eben, ist das für ihn halt einfach ein großartiger Sichtschutz, dass das Wild nicht weiß, dass er da ist. Es ist mal wieder sehr umstritten, ob das überhaupt was bringt. An dieser Stelle scheinbar schon, davon gehe ich jetzt einfach mal davon aus, weil sonst wäre es wahrscheinlich nicht so. Dieser Hochsitz befindet sich an einer ganz klassischen Stelle. Die allermeisten Hochsitze, sofern so eine Gegebenheit überhaupt da ist in der größeren Landschaft, im größeren Landschaftsraum, werdet ihr finden am Waldrand mit Sicht auf Wiese. Tada! Also ich befinde mich jetzt hier wieder direkt vorm Hochsitz und man muss schon sagen, der ist nahezu ideal gewählt. Also einen besseren Ort wird man so schnell nicht finden. Also so vom Gefühl her zumindest, von der Theorie her. Wie viel hier Wild hier letztendlich wirklich auftaucht, kann nur derjenige sagen, der da regelmäßig oben hockt. Also ich weiß das auch nicht. Ich weiß übrigens, dass ich hier schon viele Tiere beobachtet habe. Kleiner Tipp an dieser Stelle, wenn ihr eine Stelle findet, wo ein Hochsitz oder viele Hochsitze sich befinden, alle auf die gleiche Position ausgerichtet, dann könnt ihr an der Stelle halt selber mal ein bisschen warten in der Dämmerung, sofern der Jäger nicht da ist, um Tiere zu beobachten, wenn ihr das dann wollt. Man hat halt eben von hier einen wunderbaren Überblick über ein riesen Stück Land. Wenn da irgendwo ein Reh auftaucht, dann können Sie das mit dem Fernglas, mit dem Zielfernrohr wunderbar ansprechen und alles, was nicht da hinten direkt wieder am Horizont steht, weil dann der Schuss natürlich wieder unendlich weit weitergehen würde und da hinten sind Wanderwege und sonst was. Das wäre wirklich völlig unverantwortlich, da lang zu schießen. Aber alles andere kann wunderbar eingesehen werden und da kann auch überall hingeschossen werden. Merke. Befindet ihr euch an oder in einem Wald, der einen Übergang zwischen Wald und Feld hat, also kein riesiges geschlossenes Waldgebiet ist, das wird bei den allermeisten Wäldern wahrscheinlich so sein in Deutschland, dann hocken die Jäger nach Möglichkeit außen am Wald, beziehungsweise außen im Wald und spähen raus aufs Feld, weil das Wild geht nachts raus aufs Feld, weil es da einfach mehr zu fressen findet als auf dem Waldboden. Ihr wisst selber, Waldboden ist ja ganz oft an Grünzeug recht spärlich bewachsen, weil da kaum Licht hinkommt. Anders sieht es natürlich auf der Wiese aus und da findet das Reh zum Beispiel einfach viel, 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 viel mehr Leckeres zu essen und steht dann halt eben draußen. Und dann hockt der Jäger auf seinem Hochsitz, kann rausgucken, sieht das Viehzeug da auch gut, weil es halt eben entsprechend beleuchtet ist und kann es dann wunderbar niederbügeln. Das ist also so die typische Position für Hochsitze. Ihr werdet an einem Waldrand eigentlich immer Hochsitze finden. Bei ganz, ganz seltenen Ausnahmen mal nicht. Zum Beispiel in meinem Lagerplatz am See-Video habe ich da mal eine vorgeführt, wo es nicht so ist. Weil der Waldrand quasi bergab verläuft. Also wenn man sich am Waldrand hockt, würde man bergab schießen bis hin zum Dorf, wenn die Kugel sehr weit fliegen würde. Und das wäre natürlich dann völlig unverantwortlich. Über sowas könnt ihr euch auch mal Gedanken machen, wenn ihr an eben einem Waldrand campieren wollt. Wäre da jetzt ein Jäger und würde schießen, wo würde die Kugel hingehen? Möglicherweise, was wäre da ganz weit hinten? So im Abstand von 2 bis 3 Kilometer kann man da ruhig denken. Auch dieser Hochsitz befindet sich genauso wie der erste, den ich euch gezeigt habe, ziemlich nah am Weg. Das ist eigentlich eher untypisch. Denn direkt am Weg wird der Jäger bei der Jagdausübung ja auch von irgendwelchen blöden vorbeilaufenden Waldtouristen genervt, die ihm A, das Wild verscheuchen und B, ihm möglicherweise den Schuss versemmeln, weil sie dann auch noch ins Schussfeld reinlaufen und ähnliche Späße. Daher werdet ihr an Hauptwegen, also wirklich gut ausgebauten, an denen viel unterwegs ist, die möglicherweise auch noch als Wanderweg ausgeschrieben sind, werdet ihr mit großer Wahrscheinlichkeit dann wieder keine Hochsitze finden und auf diese Wege wird auch kein Hochsitz ausgerichtet sein, weil es da dann auch eben auch, dass nachts noch irgendwelche Jogger unterwegs sind und ähnliches. Das Risiko wird auch immer höher, geht den Jägern zurecht, aus Sicht der Jäger natürlich zurecht, immer mehr auf die Nerven, dass die Leute jetzt auch noch nachts im Wald rumrennen. Ich bin ja nie nachts im Wald. Und ja, dementsprechend versuchen Sie sich schon abgelegene Orte zu suchen und nicht irgendwelche Hauptverkehrswege in Anführungszeichen. Was für euch auch gleichzeitig bedeutet, wenn ihr nachts im Wald unterwegs seid,
Ihr seid sicherer, nicht erschossen zu werden, wenn ihr euch an Hauptverkehrswege haltet. Wenn ich zum nächsten Punkt unterwegs bin, kann ich euch noch schnell erzählen, dass natürlich der Faktor Hochsitz am Waldrand auch noch einen großen Vorteil dafür bietet, dass der Jäger gesetzlich verpflichtet ist, dafür zu sorgen, dass der Wildbestand niedrig genug ist, dass das Wild keinen Schaden auf dem Feld anrichtet. Also sprich im Maisacker oder ähnliches. Also eigentlich dürfte es Wildschweine im Maisacker nicht geben, weil der Jäger ja dafür zuständig ist, das zu verhindern. Und das tut er natürlich am besten, indem er das Viech dann abknallt, wenn es auf dem Maisacker steht. Dann lernen die Tiere auch irgendwo, okay, da gibt es vielleicht viel zu fressen, aber da ist es einfach zu gefährlich. Da fällt dauernd irgendjemand neben ihr tot um. Das ist also nochmal so ein Zusatznutzen davon, dass halt eben Hochsitz am Waldrand sinnvoll ist. Hier könnt ihr jetzt nochmal schön sehen, wie ein Weg zum Sitz hinführt. Also hier rechts Gestrüpp, links Gestrüpp. In der Mitte schöner Weg, wo man sich hinschleichen könnte zu diesem Sitz. Also das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der hier in Benutzung ist. Hier auch nochmal die Aussicht von diesem Hochsitz gesehen. Das ist auch wieder ideal gemacht. Freie Sicht aufs Feld. Hier vorne ein bisschen Deckung, das durchaus hilfreich sein kann. Und das ist natürlich ein Eldorado für die Wildschweinjagd, denn diese graue Fläche da ist kein Zufall, sondern das ist ein Bereich unter einem wunderbar über den Waldrand hinaushängenden Kastanienbaum. Sprich, die Säue finden da extrem viel zu essen, da hinten gibt es auch nochmal sowas. Und dass sich an dem Punkt irgendwelche Säue nachts versammeln, ist halt einfach super realistisch. Leider versammeln sich da auch so Leute wie ich. Aber halt eben nicht nachts. Also vermute ich, dass ich da nicht erschossen werde, wenn ich da am Sammeln bin. Hoffe ich. Übrigens, kurze Warnung. Dieses Video enthält einen Haufen Ironie. Selbstverständlich wird niemand vom Jäger erschossen. Und schon gar nicht irgendein Waldtourist. Also das passiert einfach nicht. Das kommt nicht vor. Ich witzel da nur gerne rum. Gut, damit sind wir dann beim, eigentlich erst dritten Beispiel. Das, was wir eben hatten, da war ja eigentlich nur noch mal zur Verdeutlichung vom Beispiel am Waldrand. Hier sind wir mitten im Wald und dieses Beispiel soll euch verdeutlichen, was eine Jagdschneise sein kann. Das ist jetzt wieder der Blick von unterm Hochsitz. Beziehungsweise, wenn man auf dem Hochsitz sitzen würde und den Kopf drehen, dann hätte man auch diesen Blick. Wir haben hier also quasi zwei Schneisen im Wald, wenn man so will. Das sind eigentlich Maschinenwege, sprich schwere Holzerntemaschinen sind auf sowas hier unterwegs. Das hier sind keine Wanderwege, also hier wird sich normalerweise kein Wanderer hin verirren. Die sehen mitten durch den Bestand und führen auch eigentlich nirgendwo hin. Also irgendwann kommen sie schon wieder auf einer Forststraße raus, aber dass hier mal ein Wanderer unterwegs ist, das ist nahezu also es kommt ganz, 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 ganz selten mal vor und derjenige, der dann hier unterwegs ist, das bin dann meistens ich. Also, ja. Und die Sache ist jetzt die, also der Grundgedanke dahinter ist, gerade hier in dem Bereich da hinten, da haben wir jede Menge Jungwuchs. Da haben wir also ein wunderbares Versteck für Reh und Wildsau und Wild aller Art. Das ist ja auch schon im Wesentlichen gewesen. Viel mehr als Reh und Wildsau gibt es hier ja nicht. Jedenfalls, da stecken die drin und wenn die dann abends rauskommen und sich dann ein bisschen durch den Wald bewegen, dann kommen die früher oder später mal hier vorbei und dann müssen sie hier über diese wunderbare Schussbahn sozusagen drüber, kommen dann da aus dem Wald und latschen da gemütlich drüber, haben es ja nicht eilig und in dem Moment hockt hier der Kollege und es macht Peng und da liegt Bambi und Vater von Bambi oder Mutter von Bambi und schreit und Bambi hockt daneben und weint und irgendwie sowas. Gleiches funktioniert auch in die Richtung. Der Hochsitz ist sicher nicht dafür gedacht, jetzt hier irgendwo zwischen den Bäumen rumzuballern. Da trifft man eh nichts, da wird man irgendeinen Baum erwischen. Das gleiche gilt hier, da wird man wahrscheinlich auch irgendeinen Baum erwischen. Wenn man ganz viel Glück hat und das Reh steht da jetzt irgendwo so zwischen den Bäumen da hinten irgendwie rum und man kann da wirklich einen sicheren Schuss ansetzen, dann kann man das natürlich auch tun. Aber Hauptsinn und Zweck dieses Hochsitzes wird es sein, eben diese Schneise zu nutzen. Und wenn das Wild darüber kommt und nichts Böses ahnt und einfach nur auf die andere Seite will, peng. Was übrigens auch ein schöner Tod ist, muss man ja mal so sehen. Je weniger das Wild mitbekommt davon, dass es bejagt wird, desto ungestörter kann es sein Leben führen, desto
weniger qualvoll, wenn man überhaupt von qualvoll sprechen will, wenn es einfach nur erschossen wird und sofort tot ist. Es kommt auch übrigens durchaus häufig vor, dass so Jagdschneisen extra als Jagdschneisen angelegt werden, also für gar nichts anderes gedacht sind, als dafür eine Jagdschneise zu sein. Und das Wild muss quasi drüber, weil es auf die andere Seite will. Da gibt es ja auch diesen tollen Witz, warum geht der Hund über die Straße? Weil er auf die andere Seite will. Ja, und dann bügelt man es halt nieder, wenn es versucht, auf die andere Seite zu kommen. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie in der DDR mit dem Todesstreifen um die Mauer. Buh, böses Beispiel, oder? Politisch überhaupt nicht korrekt. Böser Ben. Nochmal ein kurzer Hinweis. Schwarzer Humor bezüglich Jagdausübung ist leider ein Phänomen, das bei uns an der Studienfakultät sehr weit verbreitet ist. Und ich bin da keine Ausnahme. Daher gelegentliche bösartige Formulierungen wie Rehe niederbügeln und Ähnliches bitte mir nicht übel nehmen. Ja, die Konsequenz für den Bushcrafter besteht jetzt darin, dass er natürlich auch nicht mitten in auf irgendwelchen Schneisen, die irgendwo mitten im Wald sind, übernachten sollte, beziehungsweise auch nicht direkt nebendran. Das ist jetzt wahrscheinlich für den meisten ziemlich offensichtlich, weil sie ohnehin nicht an Wegen oder nach Wegen aussehenden Dingen pennt und damit war das wahrscheinlich jetzt der am wenigsten hilfreichste Punkt, aber vielleicht ist es ja auch noch für Leute interessant, die irgendein Survival-Szenario im Kopf haben, das vorsieht, dass sie beim Zusammenbruch der Zivilisation oder der Zombie-Apokalypse oder was auch immer ihr euch da ausdenken mögt, macht ja auch Spaß, dass ihr da vorseht, dass ihr dann vielleicht auch als Jäger tätig seid, wenn ihr in irgendeiner Form an eine Schusswaffe rankommen könnt. Und dann könnten diese Informationen, die ich euch unter anderem gebe, vielleicht auch noch zu irgendwas gut sein. Also das ist so der zweite mögliche Nutzen dessen, was ich hier von mir gebe. Okay, und damit kommen wir jetzt zum letzten Beispiel. Hier mit Deluxe-Hochsitz an einer Sohle von der Sau. Hier unschwer zu erkennen, dass das sich die Sau hier wohlfühlt. Das ist auch quasi so ein nasses Loch im Wald, wenn man das so nennen möchte. Wunderbar feucht, wunderbar schöner Matsch, kann man sich wunderbar suhlen. Das ist im Prinzip eine Art Quelle, also es ist schon eine Quelle, also hier tritt wirklich Wasser aus. Allerdings nicht genug, dass wir jetzt als Bushcrafter damit großartig was anfangen können. Für die Wildsau ist es allerdings halt eben schön, weil es hier halt immer schön feucht ist und sie sich hier gut suhlen kann. Ja, also hier kann man es nochmal aus der Nähe sehen. Wunderbar zum sich einsauen. Im Moment ist es natürlich so trocken, dass selbst die Wildschweinsuhle ziemlich ausgetrocknet ist. Also mit viel Feuchtigkeit ist hier gerade auch nichts. Eine Kehrung zeichnet sich dann dadurch aus, dass da immer irgendwelche Objekte rumliegen, unter denen sich Mais befindet. Im Übrigen normalerweise nicht mehr als 1 Liter pro Hektar an Mais darf ausgebracht werden, damit er halt keinen nennenswerten Beitrag zur Ernährung der Wildschweine liefert, sondern im Prinzip nur so ein Leckerli für sie darstellt, was sie sich gerne holen, weil es ihnen gut schmeckt. Darf aber halt eben nicht so viel sein, dass es, wenn der Jäger nicht da hockt und die Wildschweine sich hier quasi dann satt fressen können. Also so viel darf es eigentlich nicht sein, nach entsprechendem Jagdgesetz. Ich weiß nicht, ob das in jedem Landesjagdgesetz immer 1 Liter ist. Das mag sein, dass es da bundeslandtechnisch irgendwelche Unterschiede gibt. In Baden-Württemberg ist es, glaube ich, der 1 Liter. Manche Forstämter machen freiwillig bloß 0,5 Liter pro Hektar. Also da könnt ihr auch noch ein paar Maiskörner rumliegen sehen. Die sind dann immer so ein bisschen versteckelt, damit da eigentlich nach Möglichkeit die Rehe nicht ran können, weil Rehe nicht in der Lage sind, sowas hier aufzubrechen. Wildsau hingegen sehr wohl, die kann das locker zur Seite schieben. Ja, und während die Schweine hier halt entsprechend zugange sind und hier auch nach Futter suchen, kann der Jäger dann von seinem Hochsitz aus relativ einfach das eine oder andere Schwein mit nach Hause nehmen. Zu erkennen, ob eine Kehrung noch aktiv ist oder nicht, ist natürlich relativ einfach. Liegt noch Mais da, dann ist sie auch noch aktiv, weil wenn lange kein Jäger mehr hier gewesen wäre, dann wäre der Mais schon alles aufgefressen.
Und da sind die Chancen, dass da ein Jäger vorbeikommt, natürlich dann besonders hoch. Und da sollte man dann wirklich sein Lager in einem gewissen Abstand am besten aufbauen. Schon allein auch wegen dem Faktor, dass einen die Wildschweine nicht unbedingt des Nächtens besuchen. Vielleicht nochmal zu dieser Quelllage hier, die führt nur selten Wasser. Also wenn viel Wasser im Boden vorhanden ist, dann tritt da auch Wasser aus und dann haben wir da so eine Art Bächlein, was da oben raus sprudelt. Aber dafür muss es schon wirklich gerade eine sehr, sehr feuchte Zeit sein und wirklich viel Wasser im Boden vorhanden. Also das nochmal zur Erläuterung, weshalb jetzt hier kein Fluss zu sehen ist oder so. Für ein Matschloch reicht es natürlich noch. Ja, und jetzt nochmal was Allgemeines zum Schluss und dann sind wir auch fertig, nämlich Faktor Wind. Nehmen wir jetzt nochmal das Beispiel mit dem Waldrand. Da macht ein Hochsitz am Waldrand nur dann so wirklich Sinn, wenn er sich östlich, also der Waldrand mit dem Hochsitz sollte östlich vom Feld sein, denn der Wind kommt ja von Westen. Und dann ist hier der Hochsitz und hier das Feld. Und dann kommt der Wind von da und weht allenfalls den Geruch der Rehe, die auf dem Feld stehen, zum Jäger. Nicht aber, wenn der Hochsitz quasi und der Waldrand östlich vom Feld wären, dann würde ja der Wind den Geruch des Jägers in seinem Hochsitz auf das Feld rauswehen zu den Rehen. Und die könnten den riechen und könnten abhauen. Deshalb befinden sich die Jagdeinrichtungen in der Regel östlich von dem Punkt, wo gejagt wird. Das gilt aber nur dann, wenn nicht irgendwelche kleinräumigen Besonderheiten dafür sorgen, dass die Windrichtung halt eine andere als die Hauptwindrichtung Westen ist. Und ja, da muss man sich dann halt schon so richtig in die Materie einarbeiten, wenn man dann auch noch die kleinörtlichen Windbesonderheiten abschätzen möchte. Jäger machen das gerne so, dass sie sich auf ihren Hochsitz draufsitzen und dann Seifenblasen pusten. Gibt es diese Methode. Und dass sie dann schauen, wo fliegen denn meine Seifenblasen hin, wo kann ich denn jagen und wo nicht. Beziehungsweise sie stellen sich erstmal eine Leiter in den Wald und probieren das dann aus, bevor sie dann einen fest installierten Hochsitz hinbauen. Das gibt es zumindest. Aber das macht jeder Jäger anders. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Methoden und Jagd ist ja auch wirklich eine ganz komplexe Angelegenheit, wenn man sich da so richtig intensiv mit beschäftigen möchte. Ich maße mir da nicht an, das alles im Detail zu wissen. Ja, also dann zum Schluss nochmal, was mit diesem Video jetzt quasi bezweckt habe. Ich glaube, ihr habt es einigermaßen rausgehört. Ihr wisst jetzt so ganz grob, nach welchen Regeln ein Hochsitz aufgestellt wird und könnt dann dementsprechend euer Lager hinter den Hochsitz stellen, zum Beispiel. Also das wäre ja der ideale Punkt, um nicht vom Jäger getroffen zu werden aus Versehen, weil man sich irgendwie Stealth-Camping-mäßig noch am besten unter irgendeiner getarnten Plane im Wald versteckelt hat. Ist der ideale Punkt natürlich hinter dem Hochsitz. Wenn man dann vom Jäger noch nicht gestört werden möchte, dann ist man halt ein bisschen weiter hinterm Hochsitz, dass der Jäger in Ruhe ankommen kann und in Ruhe jagen kann und von der Anwesenheit des Bushcrafters, der da irgendwo rumliegt, gar nichts mitbekommt. Wenn ihr also in der Lage seid, einen Hochsitz zu finden und euch dann hinter dem Hochsitz ein Lager baut, seid ihr in einer hochsitzreichen Gegend trotzdem relativ gut davor geschützt, vom Jäger gestört oder erschossen zu werden. So, ja, ich glaube, das fasst es im Wesentlichen zusammen. Natürlich könnt ihr auch die andere Variante machen und euch dann quasi genau dahin positionieren, wo der Jäger hinschießen würde, damit ihr euch auch mit Sicherheit findet. Weil damit seid ihr ja dann auch irgendwo auf der sicheren Seite. Der Jäger entdeckt euch, der Jäger kommt zu euch und der Jäger weckt euch und der fragt euch, was ihr hier macht. In dem Fall kann er immerhin schon nicht auf euch schießen, wenn ihr das dann wollt. Oder vielleicht habt ihr auch Spaß daran, euch mal mit dem Jäger zu unterhalten. Ist aus Sicherheit sicherlich für die meisten von euch garantiert ein extrem interessantes Gespräch, wenn der euch auch ein bisschen was über die Jagd erzählt und vielleicht nimmt er euch auch mit auf seinen Hochsitz und ihr dürft zugucken bei der Jagd oder irgendwie sowas, soll es alles schon gegeben haben. Wie auch immer, Jäger sind auch nur Menschen, ganz oft auch sehr nette Menschen, nicht immer, aber das sind Bushcrafter ja auch nicht. Also immer nett oder immer tolle Menschen. Na, aber fast immer, oder? Gut, ja,
Ich glaube, ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Wenn es dazu noch Fragen gibt, ich tue mein Bestes, dann noch irgendwie dann noch meinen Senf dazu zu geben. Ich möchte noch mal betonen, das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Ich hatte zwar die ganzen jagdwissenschaftlichen Vorlesungen und habe da noch diverse Kurse belegt, bin aber halt eben kein Jäger. Deshalb maße ich mir jetzt das da nicht an, jetzt zu behaupten, dass das hier alles das Nonplusultra und alles hundertprozentig richtig gewesen ist. Das sind nur so ganz grobe Beispiele und grobe Richtlinien. So. Geh nach Hause. Macht's gut.